Ich könnte versuchen, daran herumzubasteln. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Da steht die Tür sperrangelweit offen. Ja gut, theoretisch müssen wir nicht durch diesen Raum. Wir können auch durch diesen Raum. Der Typ läuft da ja auch nicht unbedingt durch. Da läuft einer. Das sieht man auf jeden Fall. Spielspeichern. Das... Nee, nehmen wir das da. Ich habe keine Ahnung, wo ich was gespeichert habe. Also... Da wird, glaube ich, keiner zur Hilfe eilen. At least I hope so. Da habe ich mich getäuscht. Alter, hat der mir live abgezogen. Lass sie jetzt mal getrost liegen, die AK. Das ist ja alles abgeriegelt. Wenn ich die Tür hier aufmache, dann komme ich ja hier durch. Ja, probieren wir es doch. So, ganz kurz mal gucken. Das kann man auch mal rausmachen, weil der bringt uns ja eh nichts mehr. Kann wieder ein bisschen mehr tragen. Bewegst du dich noch? Warum hat da keiner ein Medikit? Keine Sau hat da eins. Jetzt müssen wir halt rumbasteln. Hilft ja nichts. Versuchen wir es. So, die erste Aktion, wo ich dann mache, ist auf den Typen zielen. So, wie lange brauchst du noch? Mach's nicht so spannend. Jawohl. Und keiner hat Verdacht geschöpft. Sehr schön. Weg mit uns nach. Lol, durch was siehst du mich? Wer hat mich denn da gesehen? Ach, der Typ. Scheiße. Scheiße, was? So viel Was ist denn jetzt der aktuellste Spielstand laden? 4.12.20:40 Uhr, das ist der. Oh, scheiße. Hätte mir ja denken können. Entschuldigung, dass ich übrigens auch bei Code Zero als immer etwas leiser bin, aber das liegt einfach an der Tatsache, dass es... Moment, diesmal machen wir es gleich so, weil... dass ich das Ding hier aussortiere, dann können wir da mehr mitschleppen. So, dich kurz zeigen.
Come on. Renn mir nach. Willst du mich verarschen? Ist jetzt irgendjemanden interessiert, dass ich da einen erschossen habe? Naja, offensichtlich eher weniger. Ah doch, der Typ. Den gab es ja noch. Typ hinten dran hat sich jetzt auch noch gewundert. Aber der weiß natürlich nicht, was sich hinter der Wand abspielt. Versuchen wir es. Du musst nicht nur versuchen, sondern das kannst du. Das hast du gerade eben eigentlich schön bewiesen. So, es ist wieder eine gewisse Wartezeit da. Vorhanden. Jawohl. Lol. Das war ja überhaupt nicht übertrieben. Nein. Was er mir sofort live abgezogen hat. Hier eine Sau sehen. Du nicht. Du kannst dich auch nicht wundern über deinen verschwundenen Kollegen, weil du nicht sehen kannst, dass er da tot liegt. So. Alter, ich wundere mich nicht. Alter. Ich wundere mich nicht, dass mich da jemand abschießt. Lala. Also ich loote jetzt nicht aus Zeitgründen. Außerdem bringt es mir ja wahrscheinlich eh nichts. Und zieh die Hand. Wo muss ich raus? Da raus. Nett. Wo stehe ich da hinten? Schnell mal darüber. Da liegen jetzt zwei rum. Schöne AK. Ah, kann man sogar mit einer mitnehmen. Ja, und so ein hässliches Gewehr, das lasse ich eh liegen. Sniper. Weil der Kollege da hinten ist so ein bisschen nervig. Ist der aufgefallen? Ich weiß es ja nicht. Jetzt speichere ich auf jeden Fall mal. Allerdings auch unter einem neuen Dings. Machen wir doch das da. Kann ich den treffen, auch wenn er sich bewegt? Sogar mit einem kritischen Treffer habe ich den erledigt. So. Rotzi in der Hand. Und gefährdeten Bereich verlassen. Ich loote die jetzt ganz bewusst nicht, weil ich habe bei den letzten Folgen, wo ich aufgenommen habe, bemerkt, dass es einfach ätzend ist, wenn man dann Folgen hat, wo man nur lootet. Mission wurde erfolgreich abgeschlossen. Eliminierte Gegner 18, Erfahrung 864. K.O. geschlagene Gegner 0, Erfahrung 0.
Am Leben belassene Gegner 12. Erfahrung 1382. Missionsziele. Abgeschlossen, gefährdeten Bereich verlassen. Gefundene Dinge 0 von 3. Das habe ich mir fast gedacht. Erfahrungspunkte gesamt erhalten 2497. Das Ausbildungscamp. Achso, ich muss ja noch den gefährdeten Bereich verlassen. Auch im Ausbildungscamp. Ich wette, da ist es wieder die Hölle los. Verdammt. Neue Truppen. Ich muss raus hier. Hier ist das Fundbüro des Drecks. What? Und wie, bitteschön, soll ich das bewerkstelligen? Vor allen Dingen so wenig Truppen, wie das sind. Meister, sie sind eine. Sie haben einfach perfekte Wurfkenntnisse, ne? Oh. Da machen wir es halt auf die altbewährte. Ich baller mich durch. Methode. Ja, ich habe mich gezeigt. Das ist eine Übermacht sondergleichen. Wie soll man denn das machen? Verdammt. Neue Truppen. Ich muss raus hier. Hier ist das Fundbüro des Drecks. Das hast du echt schön gesagt, das Fundbüro des Drecks. Das Problem ist nur, hier liegt... Die sind ja unglaublich, was das angeht. Ich brauche irgendwas mit... Das nehmen wir die AK. Zeig dich. Ich mache es. Plan X. Komm mal da rein. Lade mal nach. 5% Health. Wie? Das ist doch ein Scheiß. Wenn ich daran denke, ich bin eigentlich stolz auf dieses Projekt, auf dieses Code Zero-Projekt, weil ich gedacht habe, jawohl, das mach mal. Jetzt bin ich bei Folge 35, 36, ich habe keine Ahnung, wie ich das Verdammt. Schneide. Neue Truppen. Ich muss raus hier. Hier ist und jetzt habe ich hier hab kein Medikit mehr, gar nichts. Und dann kommt hier auf dem, ich glaube, ich spiele sogar auf einfach. Einfach, schaut euch das an, diese Übermacht an Truppen.